Demonstration bei der Freigabe eines neuen Abschnitts der A72 hier an der Anschlussstelle in Geithain. Neben uns der sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Sven Morlock. Hallo. Hallo, schöner Tag heute. Ja, es regnet nicht, das haben wir gerade eben schon festgestellt. Toi, 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 dass es noch so bleibt. Eben gerade schon so ein Stückchen freigegeben, Band durchgeschnitten. Wir sehen gerade nochmal die Bilder. Wie fühlt man sich jetzt? Erstmal was geschafft. Wir würden alle gerne schon 2006 hier gestanden haben. Wir haben heute einen Abschnitt über 20 Kilometer auf der A72 für den Verkehr freigegeben. Das ist die größte Verkehrsfreigabe bundesweit im Jahr 2013. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf im Freistaat Sachsen, dass wir das hier hinbekommen haben. Sicherlich, es hat lange gedauert, bis wir dieses Projekt umsetzen konnten. Die A72 war kein Verkehrsprojekt deutscher Einheit gewesen. Das wurde erst im Nachhinein vereinbart. Der Freistaat Sachsen hat auch erheblichen eigenen finanziellen Beitrag geleistet, über 50 Millionen Euro, damit das Projekt Wirklichkeit werden konnte. Und ja, die Planungsvorgaben, die Gesetze, gerade im Umweltbereich, sind in Deutschland eben so, dass es lange dauert. Und wir haben auch am Anfang vielleicht nicht die entsprechenden Prioritäten gesetzt und deutlich gemacht, dass die A72 das wichtigste Projekt ist und dass die Kapazitäten darauf konzentriert werden müssen. Wie geht es jetzt weiter, dass die Zuschauer noch mal wissen, wann ist es endlich soweit, wann kann ich von Chemnitz nach Leipzig und wieder zurück? Wir haben in den letzten 5 Jahren die Kapazitäten sowohl im Bereich der Planung als auch im Bereich der Planfeststellung auf die A72 konzentriert. Daher konnten wir bereits im Sommer 2013 mit dem Abschnitt nördlich Bonna, der Umfahrung von Espenhain, beginnen. Das können wir 2017 fertigstellen und für den Verkehr freigeben. Eine wichtige Entlastung für die Menschen in Espenhain, die momentan nur dem Durchgangsverkehr zu leiden haben. Wir wissen, dass die Landesdirektion den Planfeststellungsbeschluss, also das Baurecht für den Abschnitt, der noch fehlt, dann bis zur 38 in diesem Jahr erwartet. Das heißt, dann hätten wir Baurecht. Dann hoffe ich, dass der Bund die entsprechenden Finanzmittel bereitstellt für den Abschnitt 5.2. Wir haben als Freistaat Sachsen für 5.1 45 Millionen eingesetzt. Jetzt ist bei 5.2 wieder der Bund am Zug. Ob das im Bundeshaushalt 2013 verankert wird, wofür ich mich einsetze, können wir im nächsten Jahr mit dem Bauen beginnen. Dann bleibt noch eine letzte Frage. Was kann jetzt Ihrer Meinung nach noch schiefgehen? Ja, wir hoffen, dass wir keine Klagen bekommen für den Abschnitt 5.2, die letztendlich den Sofortvollzug, das Baurecht gefährden. Ich hoffe, dass wir einer sehr sachgerechten auch Abwägung der Umweltbelange kommen. Letztendlich ist auch der Mensch ein Teil der Umwelt und eine Entlastung für die Bevölkerung ist eben auch ein Umweltaspekt. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass der Bund das Geld bereitstellt. Eine Bundestagswahl, die wir ja jetzt gerade vor uns haben, ist auch immer eine gute Gelegenheit, Kandidatinnen und Kandidaten daran zu erinnern, wie wichtig solche Projekte für die Region sind. Dann hoffen wir das Beste. Vielen Dank an dieser Stelle. Am vergangenen Wochenende war es wieder Zeit für das traditionelle Wechselburger Marktfest. Auch in diesem Jahr stand es ganz im Zeichen der langjährigen Geschichte des Ortes und der Region. Graf Dedo von Kreutsch hieß alle Gäste willkommen und lud diese zum Verweilen und Vergnügen ein. Ich, Graf Dedo der 5. von Kreutsch von Rochlitz, mein Ehegespons, gewechselt. Sie wird immer jünger, sie ist die 7. Aber solange ich es noch schaffen kann, kein Problem. Bereits zum 17. Mal wurde ein großer, historisch anmutender Markt aufgebaut, der Schauplatz für allerlei Getümmel war. Schausteller, Gaukler, Narren, Musikanten, Zauberer, Händler und Handwerker belebten die einmalige Kulisse. Hallo Mutti! Hexe Ambrosia empfing die Besucher mit Hexenklamauk und auf der Bühne sorgten die Rabenbrüder für Unterhaltung. Besonderer Höhepunkt des Festes war die Aufführung eines neuen Heimatspiels aus der Feder von Toni Knorr. In diesem Jahr hieß es Wechselburg unter Dampf und erzählt von dem Bau der Muldentalbahn von 1874 bis 1876. Bürgermeisterin Renate Naumann war sehr zufrieden, lockte das abwechslungsreiche Programm um die 7000 Gäste aus nah und fern in die Gemeinde.
Viel Action, PS und spannende Rennen gab es am vergangenen Wochenende auf der Talsperre Kriebstein zu sehen. Rund 2500 Besucher lockte das 8. internationale Motorbootrennen in diesem Jahr an. Mit den Rennklassen Formel ADAC, Formel R1000 sowie den Weltmeisterläufen der Formel O350 boten sich spannende Kämpfe um die Podiumsplätze. Eine der jüngsten Teilnehmerinnen, die auch gleichzeitig ihr Debütrennen bestritt, war die 16-jährige Helena Schneider des ADAC Motorboot Cup. So, das war mal das erste Rennen. Du bist geil am Start weggekommen, super Kraft. Und hast dich den Gegnern auch richtig eingefädelt, dass du die Position mal gehalten hast. Ganz geil. Doch nicht nur von Weitem konnten die Besucher die Rennboliden bestaunen. Direkt neben der Strecke befand sich das Fahrerlager. Hier nahmen Techniker zwischen den Rennläufen noch die ein oder andere Feinabstimmung an den Booten vor. Auch Konrad von Freiberg ließ sich das Spektakel an der Talsperre nicht entgehen. Immerhin ist ihm dieses Gewässer wohl bekannt. 1970 gewann er hier als bis heute letzter Deutscher die Weltmeisterschaft in der Klasse R1. Ja, hier habe ich meinen größten motorsportlichen Erfolg erzielt. Es war einmalig, hier einen Weltmeistertitel zu erwerben, zu erringen. Noch dazu auf einer großartigen Rennstrecke, in einem wunderbaren Umfeld und mit einem tollen Organisationsteam. Es war einfach großartig. So ließ sich mancher Fan gleich eine Widmung in die Rennsportgeschichte der DDR geben. Spannend wurde es dann noch einmal im letzten Lauf der Weltmeisterklasse O350. Denn René Behnke aus Dessau wollte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und sich seinen insgesamt 10. WM-Titel sichern. Aber auch die internationale Konkurrenz, unter anderem aus den USA, Italien, Tschechien und Großbritannien, war stark aufgestellt und wollte nicht kampflos aufgeben. Wegen einem abgerutschten Zündkabel musste Behnke jedoch den zweiten Lauf vorzeitig beenden. Und auch sonst lief nicht immer alles so wie geplant. Also nicht nur die Temperaturen waren sehr anstrengend, sondern auch unser Motor wollte teilweise nicht so, wie er sollte. Dann habe ich zwei Propeller eingebüßt dieses Wochenende, was natürlich immer wieder bedeutet, wenn man einen Propeller abstimmt, dann den nächsten zu greifen, der muss dann auch wieder abgeändert werden, so ein bisschen jedenfalls, dass es halbwegs funktioniert. Das ist dann immer eine Kompromisssache. Ja, es war nicht wirklich einfach. Mit 300 Punkten Vorsprung bezwang er erneut seine Verfolger und verteidigte souverän seinen Weltmeistertitel. Doch noch ist die Titeljagd für ihn nicht beendet. Also ich bin nächste Woche schon in Bitterfeld auf dem Wasser, dort in zwei Klassen. Dort fahre ich in der 250er mit, allerdings mit meinem 175er gespannt, weil zwei Wochen später geht es zur Europameisterschaft. Und die Europameisterschaft ist in Polen für die 175er. Und dann fahre ich aber auch genau mit dem gespannt, mit dem ich heute unterwegs war, auch noch dann für die Zuschauer so ein bisschen Präsentation. Im Anschluss an die letzten Rennen erfolgte für alle drei Klassen die Siegerehrung. Gegen Kevin Köpke und Maximilian Stilz konnte sich am Ende Kim Lauscher in der Formel ADAC durchsetzen und den ersten Platz auf dem Podium einnehmen. Kai Kaschube holte sich den begehrten Siegerpokal in der Klasse R1000, verwies dabei Peter Heilbuch auf den zweiten Platz und Lars Katzorge auf den dritten Platz. Eine Sektdusche gab es dann am Ende für den erneuten Weltmeister René Behnke in der Klasse O350, der sich gegen James Aderholt aus den USA und David Lukotka aus Tschechien behaupten konnte. Erst Kälte und Starkregen, dann Trockenheit und Hitze. Was bedeutet das für die Landwirte im Erzgebirge? Wie verläuft die Ernte? Wir haben bei der Agrargenossenschaft Königswalde nachgefragt. Also mit der Futterernte und der Heuernte sind wir zufrieden. Qualitativ und quantitativ ist das gut gelaufen. Getreide- und Rapsernte warten wir noch. Das ist später als voriges Jahr. Durch diesen sehr langen Winter und durch die sehr kalte Frühjahr ist es hier zur Verzögerung gekommen, sodass wir wahrscheinlich am Wochenende erst hier mit dem Wintergerste da beginnen und dann hoffen, dass es zügig weitergeht. Die Felder im Erzgebirgskreis liegen oft, wie auch bei der Agrargenossenschaft Königswalde, in einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Meeresspiegel. Dennoch wird ca. die Hälfte der Fläche des Erzgebirgskreises landwirtschaftlich genutzt.
Unbestreitbar gehören diese Wiesen und Felder zur regionalen Kulturlandschaft. Wünschen wir den Landwirten allzeit Gute. Die Mini-Welt hatte am 10. August wieder zur Mini-Welt bei Nacht eingeladen. Dabei ließen sich knapp 2000 Besucher vom Anblick der zahlreichen Monumente im Lichterglanz verzaubern. Bis Mitternacht konnte man die maßstabsgerechten und beleuchteten Bauwerke im Kleinformat auf den mit Fackeln und Lichterketten bestückten Wegen besichtigen. Neben dieser Attraktion bot sich den Besuchern ein buntes Rahmenprogramm. So sorgte die Band Two Merch auf der Bühne für Stimmung. Modellsportfans konnten auf der kleinen Nord- und Ostsee die ferngesteuerten Motorboote bestaunen. Ein Blick durch das Fernrohr bot zudem freie Sicht auf den sternenbesetzten Nachthimmel. Mit etwas Glück hatte man da die Möglichkeit, Sternschnuppen und die ISS zu sehen. Auch für die kleinen Besucher gab es viel zu entdecken, so lud man bei Einbruch der Dunkelheit zum Lampionumzug ein. Im Minikosmos lockten tolle Angebote wie Kinderschminken oder eine Musikshow. Eine Feuershow und ein abschließendes Feuerwerk rundeten das nächtliche Event dann ab. Gute Live-Musik und kulinarische Leckereien. Das konnten interessierte Besucher im Hagazusa in Lugau erleben. Denn der Kräutergarten hatte am 10. August zum Liedermacherabend eingeladen. Besonderer Gast des Tages war dabei Falk Schirmeister alias Traveler. Der Sänger und Gitarrist begeisterte die Besucher mit bekannten und unbekannten Songs verschiedener Liedermacher. Auf den eigenen Nutzen sind, stets im kühlen Schatten gehen und keinem in die Augen sehen, schlagen nur die Hände reichen. Doch nicht nur gute Live-Musik gab's zu hören, sondern man konnte auch eigens zubereitete Spezialitäten des Kräutergartens genießen. Leckere Bowle, Gemüsesuppe, Met sowie Kartoffelecken mit Kräuterdip konnten da probiert werden. Und auch wenn der einsetzende Regen nicht gerade zum Feiern einlud, das gemütliche Beisammensein am Lagerfeuer oder unter dem Tipi lockte dennoch viele Besucher an. Am 20. September findet bereits die nächste Veranstaltung im Hagazusa statt. Mit dem literarischen Kleeblatt wird das eine Vorlesung der besonderen Art sein. Und am 12. Oktober lädt Kräuterfrau Nancy Lorenz zu einem weiteren Liederabend ein. Um Reservierung für beide Veranstaltungen wird gebeten. Für 4 Euro kann man sich die Karten für die Vorlesung bereits jetzt sichern.